Luca Comperchioli, Verteidiger der RHC Wisp. Was hat heute Abend den Unterschied gemacht zwischen den beiden Teams? Ja, ich glaube, Schottfuhr ist von Anfang an bereit gekommen. Sie sind sehr viel gelaufen, haben viel Druck gemacht. Und ich denke, die erste Hälfte des Spiels sind wir zu wenig gelaufen und zu wenig aggressiv gewesen. Und durch das ist Schottfuhr zu ihren Chancen und zu ihren Goal gekommen. Am Ende dieser zweiten Drittel, Sie haben eine Spieldauerstrafe genommen. Was ist passiert? Ja, ich habe gesehen, vor dem Goal war eine Rangelei und ich bin dort und mit dort reingemischt. Es ist vielleicht sind einfach ein Emotionen bei mir durchgegangen, aber mehr gibt es da nicht dazu zu sagen. Mit dieser Niederlage wird es wirklich spannend für diesen Kampf für den vierten Platz. Ja, absolut. Das ist, vor dem Spiel sehr eng. Es ist immer noch eng. Wir haben morgen noch mal einen direkten Gegner mit Anschuhe. Es ist sicher viel Spannung dabei in den letzten paar Matchen. Dankeschön.